Ja, meine Damen und Herren, ich möchte ganz gerne heute einen Vortrag über Kurt Schwitters und Joseph Beuys halten. Ich möchte diese beiden Künstler vergleichen und ich muss mich bei Barzon, bei dir bedanken, denn die Anregung, diese beiden Künstler zu vergleichen, kam von dir, aber ich habe sie gerne aufgenommen. Und wie man das dann macht, man guckt ja erstmal, hat das nicht auch schon ein anderer gemacht? Und ich musste feststellen, also das künstlerische Schaffen dieser beiden Künstler ist bisher relativ wenig verglichen worden. Man kann sagen, ausführlich eigentlich gar nicht. Es gibt immer mal so Ähnlichkeiten, so mal einen Absatz in so einem Buch oder so etwas, aber es gibt kein ganzes Buch. Jedenfalls habe ich bei meinen Recherchen keins gefunden. Das ist ja in gewisser Hinsicht auch nicht verwunderlich, denn die äußeren Dinge laden, finde ich, nicht spontan zu einem Vergleich ein. Also eine typische Schwitters-Collage sieht ja doch nun mal anders aus als eine Zeichnung von Joseph Beuys. Ich glaube, die Praktika zu vergleichen, sprich also konkret die Werke oder wenn es denn Werke sind, das scheint mir nicht so gewinnbringend zu sein wie die Kunsttheoretiker. Also ich möchte Schwitters und Beuys in Bezug auf ihren Kunstbegriff vergleichen. Und da wiederum fallen ja die Ähnlichkeiten relativ schnell auf. Beide arbeiten mit einem erweiterten Kunstbegriff. Das ist, glaube ich, erstmal das Wichtigste. Aus ihrer Sicht ist die Aufgabe der Kunst nicht die Produktion von Objekten, Werken, Dingen, die sich durch, wie Aristoteles gesagt hätte, Anfang, Mitte und Ende auszeichnen, also wo man Rahmen hat, wo das Ganze beginnt und aufhört. Nein, das, was Sie als praktizierende Künstler sozusagen handwerklich hervorbringen, ja, also dieses, das, was man so in Museen sehen kann, was, wie wir eben feststellten, meistens sehr verstaubt wirkt, sind sowohl für Beuys als auch Schwitters nicht das Entscheidende, nicht das Eigentliche. Sie wollen ein Gesamtkunstwerk und dieses Gesamtkunstwerk nennt Schwitters März und Beuys soziale Plastik. Also beide haben einen Claim, einen Begriff für ihre, ja, und jetzt geht's schon los. Für was ist es? Für diese Vision, diese Utopie, diese Weltanschauung. Irgendwie, und da setzt sich das Ganze fort, diese Destruktion des Werkbegriffs, also aufhören, Dinge zu machen, die man rahmen kann, passiert ja sowohl bei Beuys als auch bei Schwitters nicht aus destruktiver Lust, sondern aus der Vision, aus dem Ideal, dass die künstlerische Schöpferkraft genutzt werden kann, und ich will es jetzt erstmal ganz vage formulieren, um das Leben, die Lebenswelt von Menschen besser zu machen. Das wollten beide. Ja, es geht also nicht darum, die Grenzen zwischen Kunst und Nichtkunst, zwischen Kunst und Alltag, zwischen Kunst und Konsum, aufzulösen, ja, um jetzt, sage ich mal, multimediale Großwerke zu schaffen. Es geht also nicht darum, ja, sozusagen wie Wagner eine Großausstattung zu schaffen oder die Welt mit besseren Designobjekten auszustatten, sondern beide entwerfen einen Weg vom künstlerisch autonomen Werk hin zu einem künstlerisch autonomen Leben. Und das ist das, wo du mich jetzt nochmal drauf hingestupst hast, das war mir wirklich gar nicht so deutlich. Das ist wirklich spannend, denn das steht bei beiden, sowohl bei Schwitters wie auch bei Beuys, im Gegensatz zur üblichen Avantgarde-Forschung. Ja, im Gegensatz. Die Entwerklichung, also die Auflösung der klassischen Werkkategorie, wird nicht als ein Aufhören von Autonomie, also wenn jetzt die Kunst zum Alltag wird, dann höre ich auf, autonom zu sein. Das ist bei Peter Bürger und solche Leute, die erzählen das immer. Nein, nein, nein. Also auf jeden Fall meinten das Schwitters und Beuys nicht. Da waren sie sich einig. Schwitters und Beuys waren sich einig. Autonom ist nur, wem die Grenzen zwischen Kunst und Nichtkunst gleichgültig sind. Das heißt aber auch, wem es eben nicht stört, wenn die autonome Gestaltung oder die Gestaltung, wie immer sie ist, einen Zweck erfüllt. So wie Schwitters als Künstler für Balsenkekse Reklame machen konnte, so konnte Beuys als Künstler für die Grünen Werbung machen. Das war für die kein Problem. Das war auch kein Bruch mit Autonomie. Die Zweckhaftigkeit darf für eine radikal autonome Kunst nicht ausgeschlossen werden. Das ist das Interessante bei beiden, weil sonst die Kunst den Zweck hat, das heißt, unter der Vorschrift leidet, unzweckmäßig sein zu müssen. Man wird dann sozusagen vom Gegenteil abhängig, bloß weil es nichts machen, was irgendwie einen Zweck hat. Nicht ein Kampf gegen Werkgrenzen befreit, sondern die Ignoranz von Werkgrenzen. Auch die Grenze von Kunst und Alltag.
Ja, und in dieser Hinsicht merkt man, das Gemeinsame von Beuys und Schwitters ist also erstmal etwas, was man gar nicht mehr traditionellerweise mit Kunst in Verbindung bringt, sondern eher mit Aufgaben, die man der Politik zuspricht. Ja, Politiker sollen ja ein besseres Leben ermöglichen oder Religionen oder Mythen oder natürlich nicht zu vergessen Philosophen. Sowohl Schwitters als auch Beuys treten also gleichermaßen als eine Art Hohepriester oder Prediger einer Kunstreligion, private Mythologie, ich will jetzt gar nicht auf die einzelnen Worte so ganz genau Wert legen, ja, als aktivistische Vorkämpfer einer politischen Bewegung auf. Ja, man muss sagen, wenn man einmal erstmal angefangen hat, Gemeinsamkeiten zu suchen, dann hören die fast gar nicht auf. Also wie bei Beuys, so ist auch bei Schwitters der Hintergrund, das ist ja interessant, für die Idee, Kunst als eine errettende Lebensform anzusehen, eine tiefgreifende Desillusionierung von den etablierten Politikangeboten, von den westlichen Religionen und von der akademischen Philosophie. Und zu diesem Bruch mit den traditionellen Orientierungsangeboten kam es aber bei beiden Künstlern jetzt nicht etwa durch ein intensives Studium skeptischer Philosophen, die mir so am Herzen liegen, Pyrrhon oder so. Nein, nein. Beide hatten den Bruch mit einem Weltkrieg. Bei Schwitters allerdings der Erste Weltkrieg, den er als Zivilist erlebte, und bei Beuys der Zweite Weltkrieg. Der jeweilige Weltkrieg dient in beiden Fällen als eine Art Beweis des Versagens diskursiver Rationalität. Also beide hätten gesagt, wenn so etwas passiert, kann man doch nicht sagen, dass wir hier von Vernunft beherrscht werden. Sowohl Schwitters Märzprojekt als auch Beuys soziale Plastik sind in ihrer gesamten Grundhaltung und Motivation stark von einer Rationalitäts- oder Wissenschaftsskepsis geprägt. Um es mal anders zu sagen, man kann sich nur schwer vorstellen, dass Beuys oder Schwitters das Motto der Friday for Future Bewegung unterstützt hätten, welches ja bekanntlich lautet Unite behind the science. Sie hätten eher gesagt Unite behind the art. Meine Damen und Herren, ich möchte diese Gemeinsamkeiten gar nicht mehr vertiefen, obwohl ich sie erstmal von sehe. Das ist eine Grundbasis. Das sind sehr gleichartige Entwürfe. Mich interessiert vielmehr, was ist denn jetzt dann der Unterschied, ja, wenn man sich nicht an den Werken festhalten möchte, dass diese Collagen von Schwitter ganz anders aussehen. Und da möchte ich heute eine These zur Diskussion stellen und mit dieser These verfolge ich den Gedanken, dass ich Beuys, Schwitter sowieso loben möchte, aber Beuys hat ja schließlich ein Geburtsjahr, ja eben mal versuchen möchte zu erklären, was das Faszinierende jenseits seiner Politik sein kann. Denn das ist ja auffällig, wie viele Briefe, Artikel, Feuilleton-Artikel erscheinen im Moment, eine Fernsehsendung nach dem anderen. Ich habe mir auch einige angeguckt, ich habe aber ehrlich gesagt noch keine gelesen, wo ich erklärt bekomme, warum man sich eigentlich mit ihm beschäftigen soll. Hingegen, wenn man zum Beispiel die Geburtstagsartikel in der Zeit gelesen hat, kriegt man gute Gründe, warum man den Mann eigentlich vergessen sollte oder er stigmatisieren sollte, also was ganz Negatives wurde da. Warum, was kann man da sozusagen als eine künstlerische Leistung darstellen? Und meine These ist, dass wir ja zwei ganz verschiedene Formen von Lebenswelten dargestellt finden. Ich möchte ganz am Ende des Vortrags heute eigentlich sagen, dass das Verhältnis zwischen Schwitters und Beuys ist ähnlich wie das zwischen Dürer und Rembrandt. Es geht um zwei ganz grundlegende stilistische Auffassungen vom Menschsein. Merz ist eine Utopie einer sinnfreien Lebenswelt und einer Welt, einer Kunst, und das möchte ich gleich darstellen, ich möchte nur schon mal, weil wir heute beim Hasen sind, sagen, wo der Hase sozusagen hinläuft in meinem Vortrag. Ja, also bei Schwitters haben wir den Versuch, eine Errettung durch Kunst zu schaffen, indem wir die Welt auf Distanz bringen. Coolness, deshalb der coole Schwitters. Ja, eine möglichst große Distanzierung. Und ganz anders, Schwitters werde ich Ihnen darstellen gleich wie ein Stoiker, der eben in sich selbst die Lösung für die Probleme in der Welt sucht. Und ganz anders bei Beuys. Beuys Kunst zielt darauf ab, in einer durch Rationalität und Wissenschaft entzauberten, entfremdeten, sinnentleerten Welt wieder Geborgenheit, Wärme zu bringen. Zwei ganz entgegengesetzte Richtungen. Das Spannende an dem Vergleich scheint mir zu sein, dass beide eben mit einem erweiterten Kunstbegriff arbeiten. Beide sagen, Kunst ist das Mittel, um das Leben erträglich werden zu lassen. Das finde ich erstmal sympathisch, da braucht man ja auch wirklich was für. Und dann aber in ganz unterschiedlicher Weise das darauf zu antworten. Und der Grund darin, damit werde ich dann schließen, scheint mir zu sein, dass wir in den beiden Werken unterschiedliches Selbstbewusstsein dargestellt sehen. Selbstbewusstsein meine ich wirklich, was es heißt, ein Mensch in der Welt zu sein. Ich beginne mit Schwitters.
den schönsten und prägnantesten und auch mein Lieblingssatz von Kurt Schwitters eigenwilligerweise auf Englisch, den formulierte er 1929. The happiest moment of my life was when I discovered that everything is really indifferent. Also der glücklichste Moment in meinem Leben war, als ich merkte, dass alles gleichgültig ist. Dieser Satz ist aus meiner Ansicht nach der Schlüssel, um einen Zugang zu dem Werk von Kurt Schwitters zur Märzphilosophie zu bekommen. Denn ist er wortwörtlich von Duchamp? Oh, da muss ich mir die Stelle mal zeigen. Aber er zitiert ihn nicht, also er adaptiert ihn sich dann und macht ihn sich zu eigen. Ja. Und dieser Satz ist so spannend, weil er sowohl eine Diagnose wie auch eine Bewertung enthält. Er ist doppeldeutig. Er vereint zwei Aussagen. Einmal enthält der Satz die Diagnose, everything is really indifferent, also alles ist gleichgültig. Das ist eine Diagnose, das ist eine Behauptung, eine Tatsachenbehauptung. Möchte man also diese Behauptung historisch einordnen, dann kann man sagen, das ist, Schwitters bekennt sich hier, und im Werk von Schwitters finden Sie noch viele ähnliche Sachen, zum Skeptizismus oder aber auch zum Dadaismus. Der Dadaismus ist letztlich eine skeptische Position. Ja, ihr bleibendes und beherrschendes Moment ist die Gleichgültigkeit, schreibt Tristan Tzara. Ja, Tristan Tzara sagt sogar, Dadaismus ist die halbbuddhistische Religion der Gleichgültigkeit. Dada bezweifelt alles, ist der erste Satz im dadaistischen Manifest. Also diese Gleichgültigkeitsdiagnose ist typisch dadaistisch. Aber, und hier ist Schwitters ganz anders, und das ist typisch für Schwitters Verhältnis zum Dadaismus. Er wollte dazugehören, gehört aber nicht dazu. Was ist eigentlich der Unterschied und das Gemeinsame? Merz ist ja so eine Halbdistanzierung vom Dadaismus. Und das kann man ganz gut an diesem Satz, finde ich, auf den Punkt bringen, nämlich die Bewertung ist da ganz anders. The happiest moment was when I discovered that everything is really indifferent. Das heißt also, hier wird gesagt, die Einsicht in die universelle Gleichgültigkeit ist keine Schreckensdiagnose. Ist keine Schreckensdiagnose. Ja, Schwitters schreibt weiter, es gibt keine Werte, die zu verteidigen es sich lohnte. Wohlgemerkt, ich zitiere das, ja. Wenden Sie den Satz mal auf die Klimakatastrophe an oder irgendetwas. Es gibt keine Werte, die sich zu verteidigen lohnte. Wir haben hier also einen Umbruch, dass eine Schreckensdiagnose als eine Befreiungsdiagnose erkannt wird. Es gibt hunderte von Büchern in der Geschichte der Philosophie, die sich mit Skeptizismus anfangen, die alle haben, ja, Skeptizismus, ich habe einen Weg, wie ich ihn überwinden kann. Ja, wie kann ich ihn überwinden? Descartes können Sie, Berkeley lesen, Hume können Sie lesen, ja, selbst Kant, ja, kann man da lesen. Ja, denn man war sich einig, wenn Skeptizismus wahr wäre, was vielleicht ein Widerspruch in sich, also wenn was dran ist, kann man ja mal salopp sagen, dann ist das was Schlechtes. Und Schwitters ist einer der Ersten, der hier eine Neubewertung vornimmt. Und in dieser Hinsicht scheint er mir eine durch und durch postmoderne Person zu sein. Denn das ist typisch, meine Damen und Herren, typisch für die Postmoderne. Ja, jedenfalls dann, und das finde ich in dieser Hinsicht ist nicht der schlechteste Gewehrmann, wenn man sich hier an das Verständnis der Postmoderne von Wolfgang Welsch hält. Solange die Auflösung der Ganzheit noch als Verlust erfahren wird, befinden wir uns in der Moderne, schreibt Welsch. Zitat weiter, erst wenn sich eine andere Wahrnehmung dieses Abschieds, eine positive herausbildet, gehen wir in die Postmoderne. Die Postmoderne ist genau die Epoche, in der diese Kehrseite des zuvor als Dekadenz empfundenen und praktizierten erfasst und ergriffen wird. Und genau dieser Umschwung, der ist in diesem Satz ausgedrückt. The happiest moment of my life was when I discovered that everything is really indifferent. In dieser Hinsicht ist also meiner Ansicht nach Schwitters postmodern. Aber, und hier wird es spannend, in einer Hinsicht ist das wieder ganz anders. Das ist immer bei Schwitters, deshalb ist er ja so ein faszinierender Künstler, weil er in keine Schublade so richtig passt. Er hat was mit dem Dadaismus, aber nicht ganz ist er. Denn Schwitters war nicht der Meinung, ganz im Gegensatz zur Postmoderne, dass wir schon sozusagen naturgegeben in dieser Welt leben. Und erst recht nicht war er Sprachkonstruktivist, der meinte, durch ein Sprechen in irgendeiner Weise würden wir die Welt verbessern oder durch Interpretationen könnten wir sagen, dass alles in der Welt gleichgültig ist.
Das heißt also, er war nicht im Sinne von Derrida, dass eine Sprache die Welt konstruiert. Da würde er sagen, was für ein Quatsch. Ja, ist auch eine Meinung, die man kaum vertritt, wenn man einen Weltkrieg hinter sich erlebt hat. Ja, also Sprachkonstruktivismus ist in Zeiten von Weltkriegen eine nicht sehr beliebte Position. Der Gedanke von ihm ist, wir müssen die Welt vom Sinn befreien. Der schönste Moment ist, wenn es keinen Sinn in der Welt gibt, aber leider gibt es noch Sinn. Es gibt noch Sinn. Er argumentiert genau umgekehrt. Und das ist das Ideal der Collage. Die Collage beschreibt er in seinem ersten Text über die Collage mit der Hoffnung, es gibt keinen Sinn mehr. Das ist für einige manchmal, wie soll ich mal sagen, gewöhnungsbedürftig, Entschuldigung. Weil ich lebe oft, oder ich treffe oft Menschen, was ich ganz komisch finde, die Sinn was Positives finden und Orientierung was Positives finden und wo man dann denkt, ja, gut, gibt's. Aber bei Schwitters ist das anders. Nur Merz schafft es, die Welt vom Sinn zu befreien. Insofern hat er was Adventistisches, Wolfgang, ja, er hoffte auch auf etwas Besseres, aber ganz umgekehrt zu den allermeisten. Und zwar, indem sie entformeln. Der Schlüsselbegriff bei Schwitters lautet entformeln. Entformeln ist die Technik der Bildung einer Collage. Collagen entstehen durch Entformeln. Und Entformeln erzeugt sinnfreie Zonen. Sinnfreie Zonen. Und was er jetzt macht in diesen Collagen, sind kleine Experimente. Wie schaffe ich es, endlich Sinn aus dem Leben zu kriegen? Ja, da heißt es, das Entformeln, Zitat Schwitters, der Materialien kann schon erfolgen durch ihre Verteilung auf der Bildfläche. Es wird noch unterstützt durch Zerteilen, Verbiegen, Überdecken, Übermalen. Alle Dinge, so schreibt er weiter, werden aus ihrem alten Zusammenhang gerissen, entformelt und in einen neuen künstlerischen Zusammenhang gebracht. Und jetzt ganz wichtiges Zitat, sie werden Formteile weiter nichts. Weiter nichts. Der ist der Meinung, dass Dinge in der Welt vergiftet sind. Schwitters arbeitet mit dem Gedanken, die Dinge in der Welt sind vergiftet. Und zwar spricht er von Eigengift. Und in einer Collage, so habe ich zunächst Bilder aus einem Material konstruiert, das ich gerade zur Hand hatte. Straßenbahnfahrscheine, Garderobenmarken, Bindfäden, verbogene Räder, Seidenpapier, Blechdosen. Sie verlieren durch Wertung gegeneinander ihren Eigengift. Also Dinge haben ein Gift. Dieses hier zum Beispiel hätte für Schwitters ein Gift. Jetzt ist es ja nicht giftig, so wie wenn ich es jetzt esse, wie Arsen oder sowas. Warum ist die Welt giftig für ihn? Sie ist giftig, weil sie Bedeutung hat. Herr Bude, wenn Ihnen jetzt was passiert, das ist eine ganz blöde Situation für mich. Da müsste ich Ihnen helfen. Ja, ich könnte nicht gleichgültig gucken. Ja, Sie wären eben nicht für mich nur ein Collagenfleck, wenn jetzt Blut laufen würde, wo ich sagen würde, ja, das passt super zu den Socken. Das ist abgeschnitten. Und Schwitters hat diese Wahnsinnshoffnung, dass wenn er die ganze Welt zu einer Collage macht, schafft er es, allen Sinn zu befreien, uns vom Sinn zu befreien, um endlich nicht mehr leiden zu müssen. Denn das ist es ja. Man kann nur leiden, wenn man Sinn hat. Deshalb ist Sinn was Schlechtes. Ja? Oder, wie wir es heute vielleicht eher kennen, ja, aus dem großartigen Satz von Janis Joplin, Freedom is just another word for nothing left to lose. Und genau der Meinung war Schwitters. Er würde bloß sagen, leider ist es nicht so. Leider ist es eben nicht so. Ja, ich habe mich immer gefragt, ich weiß gar nicht, ob Janis Joplin Kinder hatte, aber was würden Kinder einer Mutter sagen, die das behauptet von sich? Also, ich bin erst frei, wenn mir alles gleichgültig ist, wenn ich nichts verlieren kann. Also, ist, glaube ich, nicht so ein tolles Gefühl für ein Kind, das gesagt zu bekommen. Und Schwitters würde jetzt auch sagen, ja, so ist das Leben nicht. Man nehme so Schwitters Zitat und Sie merken, Schwitters Texte sind anders als Schwitters Collagen. Schwitters Collagen sind lieblich, ja, also finde ich immer sehr schön, angenehm. Aber die Texte, da denkt man eher an einen anderen. Man nehme Zahnbohrmaschinen, Fleischhackmaschinen, Ritzenkratzer von der Straßenbahn, Omnibusse, Automobile, Fahrräder, Tandems und deren Bereifung. Auch Kriegersatzreifen. Und deformiere sie. Lokomotiven lasse man gegeneinander fahren. Man nehme Unterröcke und andere ähnliche Sachen, Schuhe, falsche Haare, auch Schlittschuhe und werfe sie an die richtige Stelle, wohin sie gehören. Menschen selbst können auch verwendet werden. Nun beginne man, die Materialien zu vermählen. Der Mensch bei Schwitters soll auf seine Farbigkeit reduziert werden. Eine
Person, schwarze Hautfarbe, eine Person, weiße Hautfarbe, wäre für ihn dann geglückt, wenn es nur noch ein Farbfleck wäre, wenn ich mir gar keinen Sinn mehr sehe, weil dann wäre ich befreit von irgendeiner Hilfe der Welt gegenüber. Es ist richtig, meine Damen und Herren, Schwitters und Beuys entwerfen gleichermaßen jeweils eine ästhetische Lebensform. Sie glauben, in der Kunst die Techniken zu finden, warum wir letztendlich ganz salopp gesagt glücklich werden können. Und Schwitters glaubt, ich werde nur glücklich, wenn ich den Sinn aus der Welt kriege. Und das schaffe ich mit der Erweiterung des Prinzips der Collage. Deshalb baute er ja seine Häuser um. Er wollte immer mehr Räume bauen, die wie Collagen sind, in denen er dann sinnfrei leben könnte. Ja, übrigens auch Lebewesen, Menschen hat er nicht verwendet, aber es gab schon Experimente mit Mäusen, ja, um so Farbtupfer zu haben, die laufen konnten. Ganz tolle Sachen. Ja. Doch was hierfür jetzt die Kunst jeweils leisten sollte, und kann, was denn die Vorstellungen einer besseren Welt sind, da gehen Schwitters und Beuys radikal auseinander. Die Welt, für Beuys ist die Welt nicht durch hitzig verteidigte Wahrheitsansprüche zu einem Elend geworden. Die Welt ist vielmehr entzaubert und kalt, weshalb eine Verbesserung nach Beseelung, Erwärmung und Reanimation verlangt. Beuys spricht von seiner Kunst des Öfteren als einer Wärmezeitmaschine. Das Wort habe ich oft gelesen. Sie ist eben, ja, wie? Fähre auch. Ja, ich hatte jetzt Wärmezeitmaschine gelesen. Das heißt also, sie ist eben nicht wie bei Schwitters ein Mittel, um sie der kalten Welt cool zu distanzieren. Also das ist das Modell von Schwitters. Einer kalten Welt reagiere ich mit Coolness. Übrigens, das ist die Hauptthese von Ulf Poschardt in dem Buch Cool, dass das die Definition von cool ist in der doppelten Bedeutung. Auf kalte Welt mit Kälte reagieren, dann ist man erst cool. Und Schwitters, der eigenwilligerweise in dem Buch nicht vorkommt, ist in dieser Hinsicht der Inbegriff von Coolness. Die kalte Welt soll vielmehr durch Achtsamkeit von Wärme wie von Blutkreisläufen durchströmt werden. Diese Metaphern finden sich bei Beuys und dies zeigt sich insbesondere, ja, denke ich, in einer seiner berühmtesten Installationen in der Honigpumpe, über die du, Barton, so treffend geschrieben hast, ja, dass eine Vergegenwärtigung der sozialen Situation ist, des sozialen Zusammenhalts zwischen Individuen interpretiert wird. So wie Bienen in ihrem Stock gemeinsam produzieren, soll es auch die Menschen ihrer Welt tun, meinte Beuys. Das Leben verbessert sich für Beuys, wenn die Distanz zum Mitmenschen und der ontologische Unterschied zwischen sich und der Welt abgebaut wird. Ja, und das ist jetzt eben dieser radikal große Unterschied. Nehmen wir mal die Aktion, wie man einem toten Hasen eben die Bilder erklärt, die ja schon mehrmals angesprochen worden ist. Also er hatte die Hoffnung, ja, wie soll man sagen, natürlich hätte auch Schwitters einen Hasen in einer Collage verwendet. Der hätte gesagt, ja, ist ein plüschiger Fleck, ja. Und wenn die Collage gut ist, ist das auch nur ein plüschiger Fleck. Das heißt, ich brauche kein Mitleid mit dem zu haben, wenn der Schmerzen hat, weil er nur noch Farb ist, ein radikaler Impressionismus. Ja? Denn ein Hase ist in der Welt, ist für Schwitters giftig. Aber nicht, weil er eine Kobra ist, die beißen kann, sondern weil ich Mitleid haben kann. Und Mitleid erzeugt Leid bei einem selbst. Wir müssen die Welt so kalt machen, dass ich nicht mehr in ihr leiden kann. Nicht in dem Sinne wie eine Kobra. Ja, man muss sagen, es wäre für ihn nur in der geglückten Collage ein Farbtupfer. Hingegen bei Beuys, der Hase, ein gleichwertiger Kommunikationspartner, den man nur ungerechterweise in einer kalten Welt üblicherweise links liegen lässt und wie gleichgültig behandelt. Also genau das Gegenteil in der Interpretation eines Hasens ist da. In grundsätzlicher Hinsicht besteht also eine Parallele. Beide Künstler hätten gar keine Probleme, einen Hasen in einer Collage, in einer Installation zu verwenden. Nur, dass Beuys in seiner Aktion den Hasen nicht entformelt, sondern er animiert den Hasen zu einem gleichwertigen Subjekt. Er nimmt ihn als Teil in einer kommunikativen ökologischen Organismus. Er will die Tiere und Pflanzen, ja normale Dinge, als beseelte Gesprächspartner akzeptieren. Er will sie nicht entformeln, sondern beformeln, wenn man Schwitters Konzept umdrehen möchte. Das Gleiche haben wir in der Aktion mit dem Kojoten in der New Yorker Galerie, die ja in dieser Hinsicht großartige Darstellungen sind. Jetzt merken Sie eben, wo der Hase hinläuft, dass ich eben Beuys nicht als politische Person irgendwie würdigen würde, sondern mir ist das alles sehr unsympathisch, was er über Politik sagt, sondern im Sinne einer Darstellung, und das würde ich jetzt sagen, eines woken Weltverhältnisses. Ja, ich würde sagen, selten wurde die woke Relation oder die Relation einer woken Person zur Welt so treffend dargestellt wie bei Joseph Beuys. Beide Personen, Sie haben schon darauf hingewiesen, zumindest für Beuys,
wissen, dass die Arbeit an der Verbesserung der Lebensverhältnisse von Menschen traditionellerweise von Politikern betrieben wird. Also liegt es nahe, eine Partei zu gründen. Beide gründen eine Partei. Schwitters gründet 1923 die MPD, Märzpartei Deutschland. Beuys, zusammen mit dir, 1967 die Deutsche Studentenpartei. Großartig, wie soll man sagen, exemplifizieren diese Parteien den Unterschied in den Weltverständnissen. Ja, die Partei von Schwitters hat nämlich ein einziges Parteimitglied, Kurt Schwitters selbst. Ja? Jetzt könnte man sagen, ja gut, jeder fängt mal klein an. Ja, aber so ist das bei dem nicht gemeint. Ganz im Gegenteil, das ist Programm. Ja, natürlich, der kann sich das gar nicht vorstellen. Ja, ja, das ist sozusagen eine Ein-Mann-Partei nach dem philosophisch-feinsinnigen Motto Ich für mich. Ja? Und genau in diesem Sinne ist es eben, Schwitters will Merz, eine radikale Entkopplung von der Welt. Natürlich, ja, bei Beuys haben wir jetzt das Gegenteil. Sie hatten es heute Morgen schon angesprochen, auch er gründet eine Partei. Aber das ist nicht nur eine Partei, die von vornherein auf alle angelegt war, auf viele angelegt war, sondern die Grenze, ich habe genau die gleiche Stelle als Zitat mitgebracht, die größte Partei der Welt, aber die meisten Mitglieder sind Tiere. Wo sogar noch nicht mal die Grenze zwischen Tier, also die zwischen Subjekt und vollkommen, Sie hatten vollkommen recht, ich hatte mir auch darauf geschrieben, Bruno Latour, der eben ein Parlament der Dinge will, ist in dieser Hinsicht ganz auf der Linie von Beuys. Das heißt also, in gewissem Sinne, Wolfgang, würden beide Künstler sagen, jeder Mensch ist ein Künstler. Und in Parteien zeigt sich das allerdings so, dass für Schwitters bedeuten würde, jeder Mensch sollte seine eigene Partei gründen. Ja? Und die sollte er zur Wahl stellen. Das wären also 80 Millionen in Deutschland dann. Und bei Beuys war die Sache wohl so, ja, natürlich brauchen wir nur eine Partei, eine Einheitspartei für alle. Und zwar auch noch für Tiere und den, welche es dazu gibt. Meine Damen und Herren, die Darstellung von Schwitters und Beuys macht also deutlich, auch wenn man einen erweiterten Kunstbegriff teilt, muss man ganz und gar nicht einer Meinung über die Aufgaben von Kunst sein. Und ich bin mir sicher, Beuys und Schwitters hätten sich gegenseitig radikalst abgelehnt, obwohl sie ja die Basis teilen. Vielleicht ist ja auch sogar die härteste Opposition immer auf einer gemeinsamen Basis, also dass man Werte teilt. Ja, ich glaube, ich werde mal durchdeklinieren, wenn Beuys Schwitters getroffen hätte, ich glaube, er hätte ziemlich genau, bloß mit radikaleren und vielleicht auch ein paar Schimpfwörtern und viel deftigeren Worten, Schwitters das entgegengehalten, was der Soziologe Andreas Reckwitz unserer Gesellschaft heute vorhält, nämlich eine Gesellschaft von Singularitäten zu sein. Schon überhaupt in Gesellschaftskategorien zu denken, eine völlig übertriebene Gesellschaft der Singularitäten zu sein. Was aber bei Schwitters Programm ist, Ein-Mann-Partei, darum geht es, jeder für sich. Und umgekehrt bei Beuys, wenn Schwitters Beuys getroffen hätte, ich glaube, er hätte ziemlich genau das gesagt, was du gesagt hast. Wie ich überhaupt, ehrlich gesagt, zwischen deinem künstlerischen Schaffen und Schwitters viel mehr Parallelen sehe, als zwischen dem von dir und Beuys. Da sehe ich eine viel größere Ähnlichkeit, ja, bis hin in die Identifizierung, ja, den Namen, dass man sich nach dem Programm nennt. Ja, also Schwitters nannte sich dann eben immer Merz Schwitters und Barzon Brock. Ja, also da haben wir genau diese Parallele. Das Schwätzen muss an die Stelle der Philosophie treten, so ist es aus dem Kopf zitiert. Da heißt es bei Schwitters, das Merzen muss an die Stelle der Philosophie treten. Merz setzt dann den Namen, Schwätzen ins Griechische übersetzt, heißt ja nun mal Barzon. Ja, und wie treffend, und es war heute vor 5 Jahren in Berlin, und ich muss sagen, es war ein toller Moment, nicht alle, aber einige waren da, du warst auch da, ja, als dieses Reenactment einer Podiumsdiskussion von 1983 aufgeführt wurde. Es war wirklich eine, für mich fand ich ein ganz toller Moment. Marina, du warst auch da. Ja. Und da wurde nochmal deutlich, was du Beuys da ganz schön an den Kopf geworfen hast. Und du hast geredet, als wenn Schwitters auf der Bühne gewesen wäre. Das war vollkommen die Position. Und heute haben wir viel von dir ja gesehen, dass du auch würdigst, die Person. Aber das klang damals zumindest so. Josef, es gibt Leute, Zitat Barzon Brock, die behaupten, du hättest in deiner Art von Tätigkeit als Künstler gewisse Ähnlichkeiten mit Leuten wie etwa Hitler.
sofern als auch du es nicht dabei beließest, künstlerische Vorstellungen und Konzepte zu entwerfen und zu gewichten, sondern sie auch noch in die gesellschaftliche Realität überträgst. Ich habe es einmal provokant zusammengefasst. Hitler hielt sich für jemanden, der anstelle von Ton und Steinen mit Menschen arbeitete. Und sie formte seine Gesellschaft, die er produzierte, hätte man von Goebbels her auch als soziale Plastik verstehen können. Schon eine deutliche Distanznahme, will ich mal sagen. Ja, es geht auch. Aber jetzt, ja, was mich hier erregt, du sprichst mir ja aus der Seele, denn also meine Vorliebe, dass die bei Schwitters liegt, ist ja da. Was mich jetzt hier erregt ist, wir tun so, als ob wir Künstler im künstlerischen Bereich nur hehre, aufgeklärte Ambitionen hätten, dass wir dort nur humanen Intentionen folgten, dass es für uns immer historisch reflektiert und nach allen Seiten abgesichert und verknüpft wäre. Ja, leibhaftig. Ja, ja. Genau. Das heißt, meine Damen und Herren, die gegenseitige Einschätzung dürfte ziemlich genau dieselbe gewesen sein. Das wäre kein amüsanter Abend geworden und man hätte nur auf die gute Erziehung hoffen können, wenn die beiden sich getroffen hätten. Und ich möchte auch so sagen, ich bin heilfroh, dass keiner von den beiden, Schwitters hatte allerdings auch nie die Ambition, Bundeskanzler geworden ist. Also ich glaube, das Konzept von Schwitters ist einfach unrealistisch und das Konzept der sozialen Plastik ist einfach totalitär. Und insofern wüsste ich sie als Politiker nicht zu schätzen. Was mich mehr interessiert, ist eine andere Dimension. Und das ist jetzt der Punkt. Mir geht es darum, ja, zu fragen, was für ein Selbstbewusstsein kommt in diesen Werken zur Anschauung. Selbstbewusstsein, meine Damen und Herren, hier muss ich einen ganz kurzen Exkurs machen. Selbstbewusstsein ist ja schlicht und ergreifend das Bewusstsein des In-der-Welt-Seins. Und mit den Folgen müssen wir nun mal leben, denn kein Mensch hat uns je gefragt, ob wir Selbstbewusstsein haben wollten. Ja, Sie sind selbstbewusst, jetzt haben Sie den Schlamassel auszubaden. Ja. Und jetzt geht es eben darum, dass das Selbstbewusstsein schafft ein Bewusstsein von einer Relation von mir zur Welt. Und das Interessante an dieser Relation ist, dass wenn eine Relation zwischen zwei Dingen gewahr werden muss, sprich ästhetisch werden muss, im wörtlichen Sinne wahrgenommen werden muss, besteht die Möglichkeit, dass die Relation fließend sein kann oder dass sie ganz hart getrennt sein kann. Und das ist ein Grundphänomen, welches meiner Ansicht nach in unüberbietbarer Präzision Heinrich Wölf-Lien, den ich immer als Philosophen betrachten würde, entdeckt hat. Wenn man ein Bild malen möchte, dann muss ich die Sache differenzieren. Also wenn da jetzt die Tasche zu sehen ist, muss ich die Tasche irgendwie vom Hintergrund abheben. Sonst kann man nicht sagen, ich habe eine Tasche gesehen. Aber diese Differenzierung kann malerisch geschehen. Man denke an Turner-Bilder, an impressionistische Bilder, ja, wo es um eine Verbindung gibt, wo es Stellen gibt, wo es sowohl als auch ist, wo man eben nicht schaffen könnte, mit einer Schere zum Beispiel den Gegenstand herauszuschneiden. Das wäre bei der Tasche gar kein Problem. Ja, die schneide ich so aus dem Bild. Und zwischen diesem Spektrum des linearen Getrenntseins und dem malerischen Verbundensein findet jedes Bild statt, findet der Stil statt, und zwar a priori notwendig. Das heißt, wir wissen a priori, allein durch Nachdenken, dass ein Bild einen Stil haben muss. Und in meinen eigenen phänomenologischen Beschreibungen des Selbstbewusstseins versuche ich, diesen Gedanken auf das Subjekt zu übertragen. Wenn ich nun mal die Folge zu erleiden habe, die Zumutung, dass ich in der Welt bin, muss ich in einer Relation zur Welt sein, die auch in diesem a priorischen Spektrum stattfindet. Zwischen einem distanzierten Sein und zwischen einem ja, verbunden Sein. Und das Interessante ist jetzt, dass ich aus meiner Sicht meine, dass die Philosophiegeschichte ja, nicht so sehr, wie Heidegger sagen würde, unter einer Seinsvergessenheit gelitten hat, sondern unter einer Stilvergessenheit. Descartes hat das Weltbild völlig dualistisch beschrieben. Ja? Als wenn wir einen Avatar steuern würden, ein Gespenst in einer Maschine. Das ist meine Maschine, die muss ich mal wieder ein bisschen pflegen und mal, ja, so wie ich mein Auto pflegen oder meine Wohnung pflegen muss. Und Heidegger oder Merleau-Ponty, der Mainstream der Phänomenologen oder eben auch Rudolf Steiner, haben die Welt, das Subjekt so beschrieben, als wären sie ein Teil der Welt, ein ökologischer Teil. Das heißt, sie verschmelzen mit der Wirklichkeit. Das Ich reicht bis zu den Sternen, so schreibt Merleau-Ponty. Das heißt also, der Leib vereinigt uns durch seine Ontogenese direkt mit den Dingen, so schreibt Merleau-Ponty. Es gibt ein wechselseitiges Eingelassensein und Verflochtensein. Und aus meiner Sicht
sind jetzt, ist dieses Paar, Schwitters, Beuys, philosophisch so spannend, weil sich da Grundoppositionen zeigen, die manchmal fälschlicherweise für die Wirklichkeit gehalten werden. Das ist dann fatal. Das ist Beuys als Politiker oder Schwitters als Politiker. Aber ästhetisch ist es ausgesprochen spannend. Dann haben wir die Opposition von Heidegger und Descartes bei Schwitters und bei Beuys wieder. Denn Schwitters, ja, hat ein radikal cooles Weltverhältnis. Er sieht sich selbst als ein Subjekt, das der Welt gegenübersteht, und deshalb ist sozusagen das bessere Leben darin gegeben, je weiter ich die Welt wegbringe, je mehr Distanz. Ja? Ja? Sie sind leider noch nicht ein Farbtupfer für mich. So, ja? Ja. Sie würden wahrscheinlich sagen, gut, deshalb würden Sie auch nicht die NPD wählen. Würde ich nicht, können Sie ja gar nicht wählen. Ist ja nur eine Ein-Mann-Partei. Ja? Und bei Beuys haben wir jetzt genau das Entgegengesetzte. Es geht darum, die Teile, die gegenüberstehen, zu verbinden. So wie Rembrandt in einem Bild die Teile verbindet, oder nehmen Sie Turner, ja, oder Hugo Pratt, ja, die großen Maler, die die Teile ineinander verschmelzen lassen, so lässt auch Beuys die Teile ineinander verschmelzen. Es gibt Zitate von Beuys, die lesen sich wörtlich wie Merleau-Ponty. Die Formen eines Olivenbaums, die Form einer Zypresse, die Gestalt eines Pferdes oder das Leben eines Hasens, da ist er wieder, ja, oder das Meer, die Berge sind Teil der menschlichen Innerlichkeit. Sie sind Organe des Menschen, gerade so wie die Leber, das Herz und die Lunge oder die Niere. Das heißt, ich höre hier gar nicht auf. Und das hat dieses Selbstbewusstsein, was ich selbst als einen Möglichkeitsraum beschreiben würde, in dem wir schwanken. Es gibt Situationen, in denen die Welt fremd ist. Denken Sie an Ekelsituationen, wo man in Distanz dazu ist. Es gibt aber Welten, wo wir auch verschmelzen. Denken Sie an hocherregte Situationen, in Einheitsklangsituationen. Wenn man sich aber als Teil der Welt versteht, dann bedeutet die Sorge um sich selbst immer inklusiv eine Sorge um die Welt. Wenn man sich aber als Teil der Welt gegenüberstehend versteht, als Folge der Wirklichkeit des Selbstbewusstseins, dann bedeutet die Sorge um sich selbst ein Distanzieren von der Welt. Das heißt, und darin sehe ich eben die große künstlerische Bedeutung, nochmal, politisch kann ich denen nicht viel abgewinnen, ja, dass wir hier unterschiedliches Selbstbewusstsein in hervorragender Weise dargestellt bekommen. Bei Schwitters haben wir ein Weltverhältnis dargestellt, was cool, linear, distanziert ist. Und in den Stilen der ästhetischen Lebensformentwürfen von Schwitters und Beuys wiederholen sich nun jetzt die gleichen Denkmöglichkeiten, wie wir sie von Dürer und Rembrandt kennen. Ja? Selbstfürsorge ist identisch mit einem Schutz vor der Wirklichkeit der Welt, wenn ich mich nicht als Teil der Welt verstehe. Und Selbstfürsorge ist identisch mit ökologischem Engagement, wenn ich mich als Teil der Welt verstehe. Das heißt, Selbstfürsorge wird identisch mit Kommunikation, und das ist der gesamte Gestus der sozialen Plastik. Die Märzwelt, die ist sozusagen zentripetal. Auf mich, die Welt stößt auf mich und ich will sie weghalten. So ist der Gestus von Schwitters. Und Beuys ist in der Welt. Er würde sagen, wenn ich mich um die Tiere kümmere, dann kümmere ich mich nicht um den anderen, sondern um mich, weil ich ist ein Teil. Die sind doch Parteimitglieder, ja, der Hase, der Storch und was da alles rumrannte. Und Parteikollegen, da ist man doch solidarisch mit. Ja, und genau das ist der Punkt. Das heißt, meine Damen und Herren, und so würde ich es gerne zuspitzen, die Märzwelt ist meiner Ansicht nach der künstlerisch avancierteste Versuch, die Menschen möglichst stark in seinem Dasein einem uninteressierten Beobachter, einem nicht partizipierenden Gott anzugleichen. Die soziale Plastik ist der meiner Ansicht nach künstlerisch avancierteste Versuch, die Menschen möglichst stark in seinem Dasein dem Tier und in seiner Umwelt anzugleichen. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Du hast eine Aktionsperformance gegeben von Nijinsky-Format, der ja hier mit der Sartre du Printemps Demonstration von 28. Mai, wir sind heute am 2. Juni 1911, diese Programmatiken entwickelt hat.
beide Aspekte traten damals schon also deutlich auf. Man hat sie natürlich anders genannt. Es war in anderen Kontexten. Die Position aber gab es genau so. Der Begriff erweiterter Kunstbegriff stammt von Steiner. Natürlich. Alle diese Begriffe, die wir verwenden, stammen entweder von Wagner und der Aufarbeitung des Wagnerschen Weltprogramms oder eben von Steiner. Lebensreformpraktiken sind durch die Bank geprägt, durch diese Begrifflichkeit. Es ist erstaunlich, in wie hohem Maße auch die formalisierten Techniken übernommen wurden. Also wenn Beuys auf den Tafeln malt, dann kann man sehr häufig von der Art, wie das Steiner getan haben, nicht unterscheiden. Er hat sich so weit mit ihm identifizieren können, dass sogar das künstlerisch-gestalterische ineinander überfloss. Steiner ist aus meiner Sicht in dieser Hinsicht, wohlgemerkt nur in dieser Hinsicht, was die Beschreibung des Mensch-Welt-Verhältnisses angeht, ganz auf einer Linie mit Merleau-Ponty oder Heidegger. Ja. Ja. Das heißt, das in der Welt sein, um die Formulierung von Heidegger zu nehmen, ist eben nicht ein wie in einer Schublade sein, also in einem Raum sein, in einem Käfig sein, sondern heißt eben Teil der Welt sein. Und in gewisser Hinsicht ist das großartig, denn diesen Aspekt haben Menschen, wir sind Teil der Welt, wir sind halt leiblich in der Welt, aber wir sind es eben nicht nur. Ja? Und wie wir in der Kunstgeschichte, da ist es kein Vorwurf, eben diese Gegenüberstellung von Linearem und Malerischem haben wir in der Philosophiegeschichte auch diese beiden Menschenbilder, wenn man so will, die bei Plessner heißt das die zentrische Exzentrizität. Ja, man ist Teil der Welt und man steht ihr gegenüber. Aber das Verrückte ist, dass das eben situational unterschiedlich sein kann. Wir hatten ja eben schon mal darüber gesprochen, vielleicht gibt es auch was wie Moden, Zeitgeist, ja, Epochen, die da unterschiedlich denken. Und bei Schwitters und Beuys, und ich würde jetzt spontan kein zweites polares Paar kennen aus dem 20. Jahrhundert, das eben auf der gleichen Basis, Kunst ist das Werkzeug zur Verbesserung des Lebens, so entgegengesetzte Entwürfe hervorbringen. Die Formulierung hieß ja, Werk ist abgelegtes Werkzeug. Ja. Das war die entscheidende. An der Wand hängt eben nicht ein Werk, sondern das Werkzeug. Beide sehen die Kunst als Werkzeug zur Verbesserung des Lebens. Ja. Ja, vollkommen richtig. Und nochmal danke, weil wir im Vorfeld einige Gespräche haben. Und da muss ich jetzt wirklich sagen, hat Barzow mich ganz schön geschubst. Sonst wäre das auch nicht so gekommen, weil ich das auch, also ohne deine Anregungen, fiel mir das gar nicht so auf, dass beide eben nicht die Autonomie aufgeben wollen. Die würden nicht sagen, dadurch, dass ich den Kunstbegriff erweitere oder jetzt Kunst und Leben verbinde, höre ich auf. Nein, das ist genau, das passt ja zu dem schon mal eben angesprochenen existenzialistischen Gestus. In der Kunst haben wir die Autonomie, die ich auch gerne im Leben hätte. Das soll nicht aufgegeben werden. Ja? Deshalb verstanden die sich beide eben nicht als jemand, der jetzt die autonome Kunst aufgibt. Man fragt sich manchmal wirklich, wo dieser Gedanke, der ja, wenn man von deiner Avantgarde-Theorie absieht, leider sonst sehr, sehr verbreitet ist, herkommt. Ja. Also noch einmal den Weg zurück, weil man gesagt hat, es gebe da einen Gegensatz zwischen dem Natürlichen und dem Kulturlichen. Hm. Es war die Zeit, in der man entdeckte, dass Natur und Kultur nach genau gleichen Gesetzmäßigkeiten funktionieren, dass die Kultur eben das Leben des von Natur aus zur Kultur verpflichteten Menschen ist, weil er kollektiv zu leben hat und das nach den Gesetzen der Natur gilt, also auch das, was für die Tiersozietäten gilt, etc. Und das entscheidende Moment in dieser ganzen Geschichte war, wie hebt sich die Entgegensetzung von Natur-Kultur einerseits und den individualistischen Konzepten, Ansätzen bei Fichte, auf. Und die Antwort hieß damals, man entdeckte, dass etwa, das war das berühmteste Beispiel, der rechte Winkel nicht eine Manipulation der menschlichen Rationalität gegenüber der natürlichen organismischen Organisation des Floralen, des Blühen und Gedeihens darstellt, sondern dass der rechte Winkel der entscheidende Ausdruck für die Geltung der Naturgesetze und der Naturgenese des menschlichen Wesens ist, weil er nämlich die Konsequenz des Gleichgewichtsorgans in uns ist. Der sechste Sinn, der bekannteste und wirklich bedeutendste Sinn des Menschen, der seine Position im Raum markiert. Ja. Und der erzwingt den rechten Winkel.
Die Horizontalität, Vertikalität, Orientierung ist grundlegend von Natur aus und nicht von Seiten der Mathematik, der Künstler oder sonstiger Hirnwissenschaften, so nannte man das damals. Die Mathematik war das Beispiel für alle Künstler, auch theologisch gesehen. Warum? Ja. Weil sie eine reine Hirnausgedachtheit war. Und trotzdem stellte man fest, dass diese reine Hirnakrobatik namens Mathematik die größten Folgen für die Arbeit des Menschen an der Natur darstellt. Aber und damit den Gegensatz, den behaupteten Gegensatz von Natur, Kultur auf der einen Seite und Wissenschaft und Kunst auf der anderen Seite aufgehoben hat. Also auch da war die Einheit von Glauben und Wissen gegeben, war die Trennung nicht mehr möglich. Und das Geheimnis besteht darin, wie kann ich zum Beispiel florale Prinzipien, die im Jugendstil noch so hoch, Lebensreformbewegung so hoch gehandelt wurden, dann tatsächlich auf die gleichzeitige Durchsetzung von extremer Rationalität etwa in technologischen Zusammenhang bringen. Warum ist Jugendstil keine Bewegung gewesen, die die Modernitätsansprüche negiert, sondern sie geradezu erfüllt hat? Genau wie die Romantiker, die beginnen ja mit dieser Art des Denkens. Ja, aber meine These ist ja, dass das Erfüllen der Modernitätsansprüche das eine ist, aber dass das in zwei diametral entgegengesetzten Spektren oder Formen passieren kann. Nein, in Haltungen. Haltungen, ja. Vollkommen richtig. Und Schwitters und Beuys sind so spannend, weil sie eben so Radikalinskis sind. Sie haben das wirklich ins Radikalste getrieben. Ja. Also ich kenne keinen wokeren Künstler als Beuys und keinen cooleren als Schwitters. Und Günther Anders, der übrigens aus meiner Sicht einer der ganz wenigen Anthropologen ist, wie man jetzt erst weiß, durch die vor zwei Jahren geschehenen Veröffentlichungen von unveröffentlichten Texten aus den 30er Jahren, ja, Günther Anders war einer, der dieses spektrale Denken, also dieses, ja, dass es verschiedene Situationen gibt, gedacht hat, hat aber auch den schönen Satz formuliert, wir alle sind halbgebacken. Ja. Ja, also in der Regel sind wir irgendwie ein bisschen malerisch, finden eine Gesellschaft nicht ganz so schlecht, ein bisschen Gemeinschaft finden wir aber auch ganz gut. Wir sind alle halbgebacken. Aber bei Beuys ist ja eine Verherrlichung der Gemeinschaft und bei Schwitters ist es eine Gesellschaft der Singularitäten, wie es radikaler gar nicht mehr geht. In politischer Ebene kann ich mich nur von beiden Positionen distanzieren. Nein. Aber in ästhetischer Ebene, dass man sagt, wer bringt das zur Anschauung, also wo wird das visualisiert, das finde ich da gut. Nein, die historische Antwort heißt, in Corona-Zeiten kann das jetzt jeder feststellen. Die erzwungene Distanz ist der höchste Ausdruck der Hinwendung auf den anderen in der Würdigung seiner Andersheit und seiner Einmaligkeit. Das heißt, erst wenn ich zu ihm auf Distanz gehe und nicht erzwungen durch Pest und Cholera oder Covid, sondern als aristokratische Haltung im Sinne von Nietzsches Programm Distanzierung, erfülle ich Wahrheit meine soziale Pflicht. Erst eine Anerkennung des anderen als eine selbstständige Einheit, die ich nicht duzen, nicht einfach vereinnahmen kann, erfüllt sich meine soziale Pflicht. Ja. Und das ist das Lösungsmodell, das der Westen hier allein hervorgebracht hat. Ja. Das wird sich jetzt weltweit zeigen, was für eine Bedeutung das hat. Denn die Chinesen operieren genau auf diesem Level. Wir haben schon 1977, 78, 81 mit Deng, weil einer unserer Kollegen aus dem Fachbereich, eben ein Blutsbruder des Entwicklungschefs der Taiwan-Schwerindustrie gewesen ist und dann die Kontakte zu den Freihandelszonen in China herstellte, wo wir die alle entwickelt haben, alle Zonen selber entwickelt haben. Deswegen konnten wir mit denen so reden. Und die haben uns das vorgemacht und gesagt, ihr wisst doch gar nicht, was der Westen geleistet hat. Wir sind diejenigen, die erfüllen, was ihr geschaffen habt, ohne es zu wissen und ohne es nutzen zu können. Ihr seid zurückgeblieben in der ewigen Auseinandersetzung, die euch noch heute da umtreibt, religiöse Auffassungen und kulturelle Differenzen, alles Quatsch. Wir zeigen euch jetzt, dass wir als geborene Kapitalisten aus der westlichen Ideologie die höchste Form der Religion in der Areligiosität darstellen. Die Chinesen kennen ja keinen Gottesglauben. Also waren sie von vornherein prädestiniert, Kapitalismus als höchste Form des religiösen Verlangens zu akzeptieren. Aber lass mich doch mal einmal. Zivilisation heißt ja nicht Kultur. Das heißt ja alles, was die Kulturen übergreift, weil alle Kulturen wechselseitig um Ressourcen kämpfen und Territorien kämpfen. Zivilisation heißt ja gerade die Einheit der Vielfalt der Kulturen. Aber und das ist die Ebene, auf der diese Modelle alle arbeiten wollen. Der ganze Westen zielt darauf hinaus, statt der Kulturen eine welt- und einheitliche Zivilisation zu schaffen.
Und das ist das Modell, das die Künstler, die Philosophen tatsächlich ins Spiel gebracht haben. Und jetzt werden wir langsam rangeführt durch die tatsächlich das Zusammenwachsen auf der Klimaebene der Welt zu einer Einheit von Ursachen, Folgenbeziehungen etc., werden wir gezwungen, das anzuerkennen. Wir können nicht mehr in Kulturen leben, wir können nur noch in der Weltzivilisation leben. Bist du denn mit meiner Verortung, dass dein künstlerisches Werk doch in der Darstellung des Weltverhältnisses Schwitters viel, viel verwandter Natürlich, und näher ist als Beuys? Wir sind doch Kinder von Pyrrhon. Ja. Das ist doch dein Lieblingsbeispielgeber für den Skeptizismus. Ja. Aber das sind Zivilisationstheoretiker und keine Kulturtheoretiker mehr. Ja. Wir haben von vornherein kapiert, dass es keinen Sinn hat, kulturelle Identitäten noch weiter zum Thema zu machen. Mhm. Denn die führen ja nur zum ewigen Streit, zum permanenten Krieg, zur Dominanz, Unterwerfung etc. Ja. Nur die zivilisatorische Einheit, Civis Romanus, wird ersetzt durch die Zivilisation über allen Kulturen. Und das ist das Tolle, was da entdeckt. Der Westen hat entdeckt, mit Domitian im Jahre 284, als er die Sozialgesetzgebung an der Stelle Nummer 1, die Finanzgesetzgebung, völlig auf den Kopf stellte und von ihr her die römische Sozietät neu organisierte. Man war nicht mehr Mitglied einer Kultur. Es gab 780 Kulturen im Römischen Reich mit über 1000 Sprachen. Es war ganz unmöglich, das irgendwie unter einem Deckel zu halten. Domitian hat nach den Katastrophen des 2. und 3. Jahrhunderts gesehen, was an die Stelle tritt. Er nannte nämlich alle nicht mehr Anhänger einer Kultur, sondern nannte sie alle Subjekte. Warte, jetzt kommt noch eine Frage. Das Subjekt, hier, nimm mal dies hier. Und das ist die neue Ebene. Zivilisationseinheit gibt es nur auf der Ebene der Subjektphilosophien und nicht mehr auf der Kulturidentität. Herr Bude. Eine kurze Sache. Ich habe immer überlegt, ob es eine ähnliche Gegenüberstellung gibt. Ja. Also das eine ist die Welt, die zudringliche Welt, und das andere Seite ist die Welt, die mir entgegenkommt. Das ist ja der und das ist, er will das typologisch unterscheiden, nicht zivilisationstheoretisch aussortieren. So. Aber es gibt eine interessante Parallele, das ist im Marxismus. Das ist Bloch gegen Lukács. Das sind ganz ähnliche Konstellationen. Das ist für mich neu, das erklären Sie mir mal. Ja, Bloch denkt die Idee der kommenden Sozialität des Kommunismus aus einem Wärmestrom der aufeinander bezogenen Einzelnen hin auf eine andere Welt. Lukács sagt, nein, wir brauchen die Abstraktion. Wir können nur über die Abstraktion, das letztlich, und der Ausdruck der Abstraktion ist die Partei, wir können nur über die Partei eine Idee kollektiver Subjektivität gewinnen. Bloch sagt, nein, wir haben den Wärmestrom der kollektiven Subjektivität, den müssen wir zum Austrag bringen im Sozialismus. Und Lukács sagt, nein, wir müssen es neu formieren, weil daraus, da ist nichts, auf das wir bauen können. Es muss in so einer Sprache des westlichen Marxismus, es braucht die Eiswüste der Abstraktion, sonst kommen wir nie zu etwas anderem. Und die teilen das gemeinsame Kommunistische, das wollte ich sagen, die teilen, das ist die gleiche Konstellation, die teilen die Ausgangssituation und Lukács und Bloch, und wenn ich ganz ehrlich bin, mir war Lukács immer sympathischer, weil der Bloch irgendwie so rumgeblubbert hat und es war mir irgendwie gar nicht zugänglich. Und letzter Punkt, Karin und ich, wir haben zusammen mit Bettina Munk ein Buch über die 80er Jahre geschrieben, einen Roman. Ja, Aufbruch. Und wir wollten, den eigentlich Stop Making Sense nennen. Ja. Weil wir gesagt haben, diese ganze Sinnhuberei der 70er Jahre, das ist furchtbar gewesen. Schrecklich, oder? Schrecklich. Ja. Und die Formel war No Future. Ja. Und No Future war eine präsentistische positive Behauptung, zu sagen, wir müssen jetzt in eine andere Welt hineingehen, die diese ganze Sinnquatsch, aber wir haben nie, jetzt mal ganz hart, nie diese Loriot-Versuchung, die bei Schwitters da ist. Was? Ja, das hat so was Loriothaftes. Die Kunstwerke, das haben wir selber Alkohol gesagt. Ist das Spiel oder was? Nein, diese Lieblichkeit. Ach. Die hat was Loriothaftes. Und diese, das wollten wir nie haben. Sondern wir wollten sozusagen die Schwitters, also im Grunde waren wir für Schwitters in ihr Gegenüberstellung. Ich kann nur sagen, denn dieser fälschlich Loriot-haft gesehene Kerl hat auch mal darüber nachgedacht, statt Merz von Präsentismus zu sprechen. Okay.
Es gibt ein Manifest von Schwitters, wo er über Präsentismus und sagt, ja. Das ist natürlich interessant. Ja, also, aber ich wollte jetzt, also ja. Mein Beispiel war nur Lukács Bloch. Das ist ein toller Hinweis, den werde ich auch nachgehen, weil ich in der Tat meine, dass man auf verschiedensten Kulturebenen findet man das. Und, aber ich würde allen denen, eben Lukács und Bloch, würde ich eben dann auch immer dieses sozusagen dogmatische Menschenbild vorwerfen. Eben zu sehen, nicht zu sehen, dass wir stilistisch plural sind. Ja? Und ich halte das auch für so ganz, ganz wichtig, um mal mit Heidegger zu sprechen, das Sein des Daseins kann nicht moralisch bewertet werden. Wir können als Daseinende Schurken sein, können aber auch gut sein, ja. Aber das Sein des Daseins kann nicht zum Vorwurf gemacht werden. Das heißt, man kann ja nicht einem vorwerfen, du hast das falsche Selbstbewusstsein. Wie soll das denn sein? Ja. Und das bedeutet, dass wir eben, wenn wir erst diese Metaperspektive nehmen, dann verabschieden wir uns von solchen irrsinnigen Vorschlägen einer sozialen Plastik als Politik oder Merz als politische Dimension, nehmen sie dann aber wieder im klassischen künstlerischen Sinne als Darstellung von, was es heißt, ein Mensch in der Welt zu sein. Und das, finde ich, muss man Beuys auch, so ein schönes Schlusswort, großartig sagen, das hat er hat eine Dimension des Daseins dargestellt. Ein letztes Wort, wenn ich ein Linker wäre, würde ich sagen, man braucht Lukács und Bloch, die brauchen wir beide, sonst kommt man zu nichts. Man braucht Organisation und man braucht Wärmestrom. Und wenn man nur Wärmestrom sagt, kommt man nie zum Sozialismus, wenn man so eine Organisation sagt, kommt man zum Stalinismus. Ja, und wenn man Phänomenologe ist, wird man sagen, man sollte darüber nachdenken, wie es dazu kommt, dass diese Positionen sich als Menschen haben entwickeln können. Also nochmal eine Etage. Super, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wunderbar, sehr gut. Nur noch ein letztes Wort zum Präsentismus, was ihr beide nicht berücksichtigt. Ja. Dass nämlich wir präsentistischen Charaktere heute gezwungen sind, von unserer Zukunft als der Gegenwart zu reden, sonst haben wir keine. Denn was Zukunft ist, müssen wir jetzt realisieren. Das Instrument, das seit 600 Jahren existiert, erfunden zugleich mit der Individualität, ist der Kredit. Kredit heißt, die Zukunft in der Gegenwart zu erfüllen. Und das ist die Wurzel des Präsentismus. Erst wenn ich die Zukunft in der Gegenwart habe, bin ich präsent. Und das bedeutet, dass wir alle auf Kredit arbeiten, ja, das, was wir nämlich hier verhandeln, sowohl bei Bloch und wie in der Schwitter-Geschichte.